Freundin und macht mit ihr schöne Sachen. Ich weiß nicht, was man so mit Frauen macht. Blumen pflücken oder Marmelade essen. Und ich sage euch ganz ehrlich, sucht euch ein anderes Hobby. Habe ich euch schon von meiner coolen Cap erzählt? Hallo zusammen! Ich halte hier eine Liste in der Hand, die mich gleich vermutlich sehr unglücklich machen wird. Aber vorab, ich lese ja eure Kommentare und über andere Kanäle erreichen mich ja auch viele Fragen und oft geht es um das Thema Geld. Eure Fragen finde ich super und eure Kommentare ohnehin und oft sind das auch Anreize bzw. ich bekomme dadurch Ideen, was ihr hören wollt und dadurch entstehen auch neue Themen für Videos. Daher sprechen wir heute erneut um das Thema Geld. Ich habe in der Vergangenheit schon mal so ein Video gemacht, da geht es um die Kosten eines Clubsportumbaus. Das ist alles sehr allgemein gehalten. In dem Video geht es darum, mal zu verdeutlichen, wie viel Geld muss ich allgemein in etwa in die Hand nehmen, um ein Auto tracktauglich zu machen. Im Clubsportbereich, das Ganze würde ich nochmal gerne für ein Tracktool machen, aber in diesem Video geht es konkret um mein Z4. Was kostet mein Auto, so wie es da in der Garage steht? Mit all dem, was ich bisher gemacht habe. Und ja, wie üblich in dem Channel hier, spiele ich mit offenen Karten. Das heißt, ungefiltert nenne ich euch alle Kosten und alles, was ich da reingepumpt habe. Ich habe die ganzen Positionen hier aufgeschrieben, allerdings noch nicht zusammengerechnet. Ich bin auch super schlecht im Kopfrechnen. Das heißt, ich habe eine Vermutung, wo die Endsumme landen wird in etwa, aber ich weiß es nicht genau. Ich bin vermutlich der einzige Mensch auf diesem Planeten, der einen Master im Bereich Ingenieurwesen und Mathematik hat und nicht Kopfrechnen kann. Aber Rechnen und Mathe sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ist so. Wenn wir schon über Geld sprechen, dann muss ich an der Stelle auch ein riesen Dankeschön an Eugen von ZEP aussprechen. Und zwar hat er mir diese Caps hier geschenkt. Richtig cool, geile Quali mit meinem Logo drauf und seinem Logo. Eugen an der Stelle, vielen Dank dafür. Dein Support ist Gold wert. Vielleicht kann ich dir irgendwann auch mal was Gutes tun. ZEP ist für diejenigen da, die einen Dachschaden haben. Vermutlich alle, die diesen Channel hier verfolgen. Was ZEP genau ist, dazu kommen wir noch in einem anderen Video. Okay, danke Eugen und zurück zum Thema. Kosten. In meinen vorherigen Videos bin ich oft genug auf die Teile eingegangen, was ich verbaut habe, wie, warum etc. Darum geht es hier gar nicht. Ich sage nur, welches Teil kosten und dann addieren wir das Ganze. Fangen wir an. Die Basis. Die Basis habe ich gekauft für 18.000 Euro. Blöd von mir, dass ich bestimmte Ausstattungsmerkmale da drin haben wollte. Heißt, das Auto sollte das BMW Traumrot Leder haben. Wozu? Damit ich alles wieder rausschmeiße und keine roten Sitze mehr habe. Ich wollte unbedingt die M-Sportsitze haben. Wozu? Damit ich die rausschmeiße und Schalensitze einbaue. Eine Freisprecherinrichtung war mir auch wichtig. Kann ich nicht mehr nutzen, weil viel zu laut da drin. Navi fand ich cool mit dem Display, was vorne aufklappt. Ausgebaut, weil es knarzt durch die harten Motorlager und Getriebelager. Die Felgen waren mir tatsächlich egal, da waren zwar jetzt M-Felgen dabei, aber die waren mir egal, weil da wusste ich ohnehin, dass ich da andere nehme. Und ich war ganz angetan von der Professional Soundanlage, die wirklich eine gute Quali hat. So gut, dass ich sie aus Gewichtsgründen ausgebaut habe. Also ihr seht schon, der Kauf war nicht besonders clever. Wie dem auch sei, die Variation, ich meine, wenn ich nicht 18 gezahlt hätte für einen mit weniger Ausstattung, dann wären es halt irgendwie 16 oder so. Mir war halt wichtig, dass das Auto in einem guten Zustand ist und unfallfrei etc. So, Basis 18.000 Euro. Dann kam das Fahrwerk mit den anderen Federn, 1.500 Euro. Das Setup der Sitze, Laufschienenkonsolen, Schalen etc. gebraucht in dem Fall 1.000 Euro. Wenn ich nichts dazu sage, dann sind die Teile neu. Wenn sie gebraucht sind, werde ich es erwähnen. Also Sitze-Setup gebraucht. Reifen 700 Euro. Felgen gebraucht 1.000 Euro. Stabis 350 Euro. Die ganze PU-Lagerung, Material mit Achse ausbauen, auspressen, neu einpressen, Achse wieder einbauen etc. Circa 1.000 Euro, eigentlich eher mehr, aber ich setze mal 1.000 Euro an. Das Bremsen-Setup mit den Scheiben, mit den Belägen vorne, hinten, rundherum 700 Euro. Stahlflexleitung 150 Euro. Domstreben vorne, hinten 200 Euro. Ja, den kompletten Mitteltunnel in Alcantara mit roter Ziernaht, in echtem Alcantara. Und
die Sitzkissen von den Sparco-Sitzen in dem BMW-Rot in echtem Leder beziehen und so weiter. 200 Euro. Ah, Quatsch, 600 Euro. Denn 200 Euro war das Beziehen vom Lenkrad in demselben Alcantara mit roter Naht. Lenkrad, Alcantara, 200 Euro. Dann habe ich noch diverse Teile innen lackiert. Den ganzen Softlack, den konnte ich nicht mehr anpacken. Alles abgebeizt und in Hochglanz schwarz lackiert, Tachoelemente und so weiter und so fort. Ich habe hier 100 Euro stehen, das war aber mehr. Ich habe in mehreren Zügen habe ich da was abgegeben, das waren eher 200, 250 Euro. Aber okay, 100 Euro. Stehbolzen, 120 Euro. Ich glaube auch, dass die teurer waren, aber okay. Ja, das ganze Datenlogging über Kali, die App und der Adapter, 100 Euro. Genau, dann kommen noch Carbon-Teile für den Innenraum. Im Moment habe ich ein hässliches Loch im Armaturenbrett. Da kommt ein handangefertigtes Carbon-Teil und für mein Handschuhfach ebenso. Habt ihr noch nicht gesehen? Ich auch nicht, weil die in Arbeit sind. 500 Euro. Ein komplettes Kupplungskit mit einem Einmassenschwungrad, neue Schrauben, neue Druckplatte, neues Ausrücklager, alles neu. 58 Euro. Da muss ich den Einbau mit dazu rechnen, weil das habe ich nicht alleine machen können. 250 Euro. Ach genau, ich habe ja in unterschiedlichen Steps mit PU-Lagerungen nach dem Wechsel des Fahrwerks und dem Wechsel der Federn etc. habe ich jedes Mal eine neue Achsvermessung gemacht. Also 3 bis 4 Achsvermessungen hat das Auto locker gesehen. Ich sage jetzt mal 200 Euro, war eigentlich auch ein bisschen mehr. Diverse Dichtungen, Filter und so weiter. Der Motor hat einige neue Dichtungen bekommen. 150 Euro. Ölwechsel mit neuen Filtern und so weiter. Ich habe das Auto jetzt gerade mal ein Jahr, habe schon 2 Ölwechsel gemacht. Mache ich immer zu Beginn des Jahres. Und zum Ende, ne Quatsch, zu Beginn des Jahres und mittendrin einmal, ja, 150 Euro, Spurplatten 100 Euro, Einzelabnahme beim TÜV, dass alles eingetragen wird, 400 Euro, Kleinteile für die Bremsenkühlung, Schläuche, Teile vom 3D-Druck und so weiter, 100 Euro. Dann habe ich noch eine zweite Stoßstange, da ich die Originale nicht zerschneiden wollte. Meine jetzige, die habe ich ja angepasst, habe ich Sachen rausgeschnitten, neue Sachen eingeklebt. Dass du einen besseren Luftdurchsatz hast und für die Bremsenkühlung und so weiter und so fort. 200 Euro. Ich glaube, die war auch teurer. Die hat keine 200 gekostet, die hat eher 400 gekostet, aber okay. Dazu kommen noch diverse Werkstattkosten, da ich nicht alles selber machen kann. Ich habe keine Bühne. Das heißt, oft bin ich auf Fremdleistungen angewiesen. Und da habe ich jetzt auch mal 500 Euro angesetzt, was in der Realität auch, glaube ich, ein wenig mehr war. Ah, ich höre jetzt auf, das zu sagen, was hier mehr war und weniger war. Dann kommt noch ein besonderer Punkt. Nee, fangen wir anders an bei dem Punkt. Also der letzte Punkt ist ein ganz besonderer. Wie alle wissen, gibt es das Auto gar nicht so häufig. Und dementsprechend gibt es da auch nicht so viele Teile wie zum Beispiel bei einem 3er BMW, bei einem E36 oder sowas. Daher habe ich mir noch einen Motor und noch ein Getriebe gekauft. Und zwar das Besondere daran ist, also mein Motor und mein Getriebe laufen tadellos, einwandfrei, aber ich habe im Netz eins gefunden mit nachweislich unter 50.000 Kilometer gelaufen. Und die gibt es nicht mehr häufig in Deutschland. Da dachte ich, muss ich zuschlagen. Also habe ich noch in meinem Regal einen Motor und einen Getriebe mit allen Anbauteilen mit nachweislich unter 50.000 Kilometern gelaufen. Da kommen nochmal 4.000 Euro on top. Also, wir sind jetzt gerade ohne Ersatzmotor und Ersatzgetriebe bei 29.120 Euro. Mit Motor, Getriebe etc. liegen wir bei 33.120 Euro. Das ist ein Wort. Ja, muss ich nicht sagen, ne? Oh. Ja. Habe ich euch schon von meiner coolen Cap erzählt? Aus der Nummer komme ich nicht raus. Also, meine Videos sollen ja immer einen gewissen Mehrwert haben und ich versuche auch immer ein bisschen Content zu liefern, dass man ein wenig dabei lernt. Und daher gibt es auch hier wieder am Ende einen schlauen Spruch. Und ich sage euch ganz ehrlich, sucht euch ein anderes Hobby. Das steht in gar keinem Verhältnis, was hier abgeht. Dazu kommen ja noch die ganzen Trackday-Kosten und Sprit und viele dieser Punkte hier sind ja wiederkehrende Kosten. Sucht euch eine Freundin und macht mit ihr schöne Sachen da. Ich weiß nicht, was man so mit Frauen macht. Blumen pflücken oder Marmelade essen. Und nennen wir das Kind beim Namen, ich werde das Geld nie wiedersehen.
aber ja, wie immer hoffe ich, dass ihr was lernen konntet bei dem Video. Und wie ihr seht, konnte ich das nicht. Ja, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um zu begreifen, was hier passiert. Und jetzt ist eh schon zu spät. Scheiße. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Und schreibt mir gerne wieder einen Kommentar drunter. Aber diesmal bitte nur nette Sachen. Ja. Ciao. Selmangantara, Alcantara, Alcantara mit. Ja, am Ende des Tages ist am Anfang des Tages. Oh.